Ja, gut. Sehr geehrter Herr Steinmetz, sehr geehrter Herr Architekt Thelen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus Rat und Verwaltung, ebenso gilt mein Gruß den Vertretern der am Bau beteiligten Firmen. Und nicht zuletzt begrüße ich die Vertreter der Feuerwehr, Herrn Udo Lennertz als Leiter der Gewonbrocher Feuerwehr, mit den beiden Löschzugführern Peter Michael Hink aus Grimmersdorf und Klaus Wendland aus Neurath, die in den kommenden Jahren dieses Haus, dessen Grundstein wir heute legen, nutzen werden. In diese Nutzung beziehe ich selbstverständlich auch die Vertreter des Rheinkreises Neuss ein. Herrn Hans-Joachim Klein sowie Vertreterin Birgit Niesen sowie Herrn Marc Zellerhoff und Herrn Jan Reminger, die mit dafür gesorgt haben, dass wir auch hier einen Rettungswagen stationieren werden. Bauen lässt sich viel. Gebäude natürlich, aber auch die Zukunft. Und manchmal kommt beides zusammen. So wie heute, wenn wir den Grundstein legen für ein zukunftsweisendes Projekt. Ein Feuerwehrhaus mit integrierter Rettungswache. Wir setzen damit eine Forderung des derzeitigen Bauschutzbedarfsplans, Mannschutzbedarfsplans um, der für den Gewonbrocher Süden eine neue Struktur gefordert hat. Zwei alte Standorte, sicher bewährt und Heimat für engagierte Feuerwehrleute über viele Jahre, aber ohne große Perspektive, was die notwendige Sanierung anbelangt. Denn ein etwaiger Ausbau war durch die Lage komplett ausgeschlossen. Rat und Verwaltung sahen sich in der Pflicht zu handeln. Zu handeln unter dem schwierigen Diktat eines nicht genehmigten Haushalts. Ich bin heute stolz, wenn ich sehe, dass wir es dennoch geschafft haben. Und möchte an dieser Stelle auch Herrn Landrat Betrauschke ganz herzlich für seine Mithilfe danken. Denn nur durch ihn, durch seine Zustimmung, konnte aus den Gedankenspielen eine neue Zukunft für die Feuerwehr in Grimmersdorf und Neurath geschaffen werden. Danken möchte ich an dieser Stelle auch den Mitgliedern der beiden Löschzüge aus Grimmersdorf und Neurath. Ich kann mir vorstellen, wie viele Diskussionen dieses Projekt hervorgerufen hat. Aber seien Sie versichert, Sie haben mit Ihrer Zustimmung einen richtigen und wichtigen Schritt in die Zukunft getan. Denn eines wird auch die Zukunft in den Löschzügen ganz entscheidend prägen. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren und das vor dem Hintergrund unserer demografischen Entwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noch am vergangenen Samstag konnte man in der Rheinischen Post lesen, wie die großen Hilfsorganisationen wie Deutsches Rotes Kreuz, Malteser, DLRG, THW und auch die Feuerwehr mittlerweile um Nachwuchs kämpfen müssen, welche Angebote sie unterbreiten müssen und wo sie ihre Attraktivität für die Jugendlichen ausbauen müssen, um noch Nachwuchs zu bekommen. Ich denke, dass ein solch schönes neues Feuerwehrhaus auch ein Fund ist, mit dem sie hier wuchern können. Dann werden neben den Fahrzeughallen auch moderne Schulungs- und Aufenthaltsräume entstehen, die schon eine gewisse Attraktivität darstellen. Insofern also ein richtiger Schritt für die Zukunft der Löschzüge an diesem Ort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor diesem Hintergrund investieren Rat und Verwaltung der Stadt Grimmersdorf immer gerne in die Feuerwehr. Nicht nur in die Häuser und in die Fahrzeuge, sondern auch in die Bereitschaft der Menschen, die zur Stelle sind, wenn es gilt, dem Nächsten zu helfen. Sei es bei einem Brandfall oder, was mittlerweile noch viel mehr geschieht, bei einem Unfall und einem notwendigen technischen Einsatz. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit der heutigen Grundsteinlegung für das Feuerwehrhaus Grimmersdorf-Neurath die Reihe unserer Investitionen in der Feuerwehr erfolgreich mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Millionen fortsetzen können. Ich denke, die Feuerwehr wird sich über dieses Gebäude sehr freuen. Bevor der Architekt noch einige Baudetails erläutern wird, möchte ich gerne dem allgemeinen Vertreter des Landrats, Herrn Jürgen Steinmetz, das Wort erteilen, der da für den Rheinkreis Neuss und die ja auch zu der Realisierung beigetragen haben, sondern er ist auch ein Untermieter in der Zukunft.
In diesem Sinne wünsche ich diesem Bauvorhaben alles Gute und bei allem, was Sie unternehmen, Gottes Segen. Ich danke Ihnen.